Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Suunto hat mit der Suunto Wing letztes Jahr seinen ersten Kopfhörer auf den Markt gebracht und das Produkt konnte wirklich gut überzeugen. Die Suunto Wing kostet etwa 50 Euro mehr als die Suunto Sonic und daher möchte ich im Video darauf eingehen, was sind hier die Unterschiede, für wen ist welches Modell hier am besten geeignet. Auf den ersten Blick sehen die Suunto Wing und die Suunto Sonic doch identisch aus, wenn man jetzt mal die Farbe ausblendet. Auf den zweiten Blick kann man dann hier und da dann doch schon ein paar Veränderungen sehen bzw. am Gerät selbst. Wir haben nämlich einmal hier bei den Suunto Sonics hier LEDs verbaut, das heißt also, du kannst diese hier anzeigen lassen und es dient hier nochmal so als kleines Sicherheitsmerkmal, wenn du jetzt draußen dunkeln zum Beispiel laufen gehst oder Radfahren fährst. Das haben wir so bei den Suunto Sonic an dieser Stelle hier nicht. Der zweite Punkt, der hier fehlt, ist dann auch die Powerbank. Wir bekommen bei der Suunto Sonic hier keine Powerbank angeboten, so haben wir ja bei der Suunto Wing dann hier nochmal zusätzlich ein Gerät bzw. ja die Powerbank dabei und so könnt ihr dann hier eure Kopfhörer dann während der Tour nochmal laden, ohne hier eine Steckdose aufzusuchen. Und wenn wir schon beim Thema Stromversorgung sind, so ist die Suunto Sonic hier mit 10 Stunden Akkulaufzeit auch ebenfalls wirklich sehr gut dabei. Das heißt also, es gibt hier keine Unterschiede zwischen der Suunto Wing und der Suunto Sonic. Da liegen die Akkulaufzeiten gleich. Wie gesagt, der einzige Vorteil bei dem Wing ist halt, dass ihr dann nochmal 10 Stunden gewinnt, indem ihr hier die Powerbank mit dabei habt und das Gerät aufladen könnt. Vom Gewicht selbst kommen auch beide hier mit 31 Gramm daher. Das heißt, auch hier ist wirklich keine große Belastung auf dem Kopf. Das fühlt sich auch wirklich sehr angenehm an. Und ihr habt dann auch, weil es auch baugleiche Modelle sind, hier auch die Möglichkeit, die Kopfhörer unterm Helm zu tragen, beziehungsweise unterm Fahrradhelm eine Brille zu tragen. Das ist auf jeden Fall nicht störend. Beim Laufen stört es ebenfalls nicht. Die Kopfhörer sind wirklich dann gut anliegend. Das heißt also, auch wenn du dann die Hoch-Runter-Bewegung hast beim Joggen, das stört auf jeden Fall nicht, dass die Kopfhörer sich lösen. Nein, sie sind hier wirklich sehr gut fixiert und ihr könnt hier sehr gut die Musik hören, ohne irgendwelche Nachjustierungen vornehmen zu müssen. Was die Kopfgröße selbst angeht, beziehungsweise wo ich die Kopfhörer tragen kann, es haben sowohl meine Kinder getragen als auch ich, das war hier kein Problem. Das heißt also, es ist für jeden Kopf ja möglich, das Ganze zu nutzen. Das Einzige ist, dass hier dann hinten die Lasche etwas weiter raussteht, wenn ihr einen kleineren Kopf habt, als wenn ihr einen größeren Kopf habt. Um die Kopfhörer dann einzustellen, beziehungsweise auf die neueste Firmware-Version zu bringen, so müsst ihr diese dann hier mit der Suunto-App verbinden. Und dann könnt ihr hier, wie gesagt, das Firmware-Update hochladen, beziehungsweise dann installieren. Und ihr habt dann noch weitere Möglichkeiten. Ihr könnt nämlich dann auch sagen, ihr möchtet dann bis zu zwei Geräte das Ganze verbinden. Das heißt also, es geht zum Beispiel mit dem Handy oder jetzt hier mit einer Garmin-Uhr ist es möglich. Also jedes Gerät, was einen Bluetooth-Chip hat und das Bluetooth unterstützt, könnt ihr hier an dieser Stelle verbinden. Die zweite Variante, die ihr nutzen könnt bzw. einstellen könnt, ist dann auch der sogenannte Outdoor-Modus. Das heißt also, die Kopfhörer sollen etwas lauter sein, damit du das Ganze besser hörst, wenn draußen mehr Umgebungsgeräusche sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich konnte jetzt hier wirklich keinen Unterschied feststellen zwischen Standard und Outdoor. Das ist natürlich auch immer so eine individuelle Sache, wie man das Ganze empfindet. Generell fand ich das manchmal ein bisschen leise, was die Musik angeht, obwohl ich das Ganze schon laut gestellt hatte. Aber wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache. Was den Klang selbst angeht, so bekommt ihr wirklich ein sehr gutes Klangbild. Man muss natürlich bedenken, es sind keine In-Ear-Kopfhörer. Das heißt also, die Bässe sind natürlich jetzt nicht so voll, wenn du jetzt In-Ear-Kopfhörer tragen würdest. Aber für die Technologie, die wir haben, ist das wirklich sehr gut gemacht bzw. gut umgesetzt. Ich höre immer so ein bisschen Heavy-Metal-Musik oder ja, basslastige Musik und das wird hier wirklich sehr, sehr gut wiedergegeben. Eine Sache, die wir leider nicht haben, die wir so bei der Suunto Wing haben, ist dann die Gestensteuerung. Das heißt also, bei der Suunto Wing konntest du ja hier mit Kopfbewegung dann hier deine Kopfhörer steuern, das heißt also das Lied weitergeben oder dann hier zum Beispiel einen Anruf abnehmen. Das ging an dieser Stelle mit der Suunto Sonic leider nicht. Hier müsst ihr dann wirklich alles über die Multitasten steuern, das heißt also, wenn du laut leise haben willst, kannst du es entweder über Kopfhörer steuern oder wenn halt deine Uhr das steuern kann, dann kannst du natürlich auch das Handy steuern, das wird dann an das Gerät weitergegeben. Oder wenn du Anrufe abnehmen willst, dann musst du hier auf die Multitaste gehen und die Anrufe annehmen, beziehungsweise ich habe dann auch das Ganze hier mit Siri gemacht, das heißt also, ich konnte dann auch hier Siri-Befehle durchführen und sagen, okay, rufe jetzt zum Beispiel meine Frau an, das haben die hier durchgeführt, beziehungsweise es wurde weitergeleitet und so konnte ich dann hier auch mit meiner Frau telefonieren. Stichwort telefonieren, da gibt es dann auch einen kleinen Unterschied. So haben wir noch bei der Suunto Wing die Möglichkeit gehabt, bis zu 30 Stundenkilometer zu fahren und man hat mich hier wirklich sehr gut verstanden beim Telefonieren. Das sah bei der Suunto Sonic dann doch etwas anders aus. Wenn ich normal gehe, dann ist es auch alles kein Problem. Sobald ich aber ins Joggen gegangen bin und dann auch noch Gegenwind war, ist es wirklich sehr schwer verständlich geworden, beziehungsweise es gab dann immer wieder so Windstöße, die man dann gehört hat. Das wurde einfach nicht sehr gut rausgefiltert. Ja, jetzt kommen wir zum kleinen Härtetest und zwar auf dem Rad. Ich fahre hier gerade 7 Stundenkilometer und jetzt wollen wir uns einfach gleich mal anhören, wie das sich anhört, wenn ich etwas schneller fahre, weil die Kopfhörer hier nicht wie die Wing hier bis über 20 Stundenkilometer gehen, sondern ich bin mal eingeplatzt, ich habe alles gerade vergessen.
ich glaube 12 Stundenkilometer waren es. Okay, wir probieren es einfach mal. Wir haben jetzt 10,3 Stundenkilometer, also fährt natürlich kein Fahrrad. Gib mal ein bisschen Gas. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal beim Laufen an. Ich habe zwar keine Laufklamotten an, aber ja, es ist nur mal kurz ein Telefontest. Ja, so hört es sich an, wenn ich jetzt gehe. Das ist ganz normal. Also hier gibt es keine Windgeräusche, jetzt auch kein Wind und gar nichts. Ich habe jetzt hier eine Pace von ja, 13,30, also es ist wirklich nichts Besonderes. Und jetzt gehen wir einfach mal langsam hier das Laufen über. Die Erschütterungen kommen, beziehungsweise dann ein bisschen Gegenwind. Und so hört es sich dann an, wenn man mal joggen geht. Und jetzt hier eine Pace von 25. Zu guter Letzt ist dann auch noch zu erwähnen, dass die Suunto Sonic dann auch hier ebenfalls schweißresistent ist. Das ist jetzt hier bei beiden Kopfhörern der Fall. Lediglich was die Zertifizierung angeht für die Wasserdichtigkeit, liegt die hier bei IP55, während wir bei der Suunto Wing hier noch IP67 hatten. Ja, dann komme ich auch zu meinem kleinen Fazit. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin eher der Radfahrer, bin viel unterwegs, möchte auch oder muss ab und zu mal telefonieren und brauche vielleicht auch eine Powerbank, weil ich mehrere Tagestouren mache, dann ist auf jeden Fall die Suunto Wing hier die gute Wahl bzw. die bessere Wahl und das sind auf jeden Fall die 50 Euro mehr gut angelegt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich telefoniere nur ab und zu und dann auch nur, wenn ich mal muss, oder ich bin einfach nur ein Läufer, der jetzt viel läuft und gerne Musik hört und ein Gerät mit sehr guter Akkulaufzeit haben will, mit einer sehr guten Verarbeitung, dann ist auf jeden Fall die Suunto Sonic hier eine sehr, sehr gute Wahl und kannst auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, falls du hier neue Kopfhörer suchen solltest. Ja, das Ganze sollte einfach mal ein kleiner Vergleich sein, welche Kopfhörer hier für dich am besten geeignet sind. Du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Kopfhörer du nutzt, ob du hier Over-Ear-Kopfhörer nutzt oder In-Ear-Kopfhörer, beziehungsweise welche Marke und warum du diese nutzt. Schreibst du gerne mal rein, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Können es gerne hier mal austauschen. Wenn das Video gefallen hat, dann lass doch auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und auch den Algorithmus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.